Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3 und ohne lang zu schnacken geht's natürlich weiter. So, wir sind wieder zurück und gibt's noch irgendwas zu machen, außer das komische Ding hier, wo ich immer noch nicht weiß, für was das ist. Wir haben immer noch den Schlüssel und ja, die Metallbox. Und ich weiß immer noch nicht, für was die gut ist. Aber wir gehen die letzte Pyramide auf den mittleren Tisch setzen. Und einmal nach unten dazu, bitte. So. Für die Troller, da habe ich immer noch keine Karte bekommen. Da steht 1795 drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals in der einen Folge gesagt hatte. Ja. Dann aktivier dich mal. Okay, was kommt jetzt? Der Schlüssel des Meisters. Oha! Ich weiß gar nicht, ob ich da reingehen will. Aber ich muss. Jo, wir sind oben auf dem Turm. Und runter kommen wir nicht mehr. Toll. Na dann, wir gucken uns mal das hier als erstes an. Boah, das Pfeifen vom Wind. Geil. Das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig geil an. Ich sehe gerade, der Schlüssel und die Metallkiste sind komplett weg. Warum das? Ich habe bestimmt einiges ausgelassen an Rätseln, was in diesen ganzen Vorräumen immer war. Aber gut. Das ist ja nicht so wild, solange wir in der Hauptgeschichte weiterkommen. Und jetzt? Da unten ist was drinne. Ein Metallring. Aber für was ist der? Ich bin hier gerade etwas überfragt. Es tut mir leid. Der hat 4 Knubbel. Die ich irgendwo einsetzen kann. Aber nicht hier außenrum. Aber hier. Okay. Hier haben wir... Okay.
Ach du Heimatland. Ah. So. Schloss geknackt. Was geschieht hier? Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was ich hier mache. Außer einen kleinen Minifilm gucken. So, da haben wir einen weiteren Spiegel, der wohl daran kommt. Ja. Ah, okay. Dann gehen wir doch mal ins Guckloch rein. Ah, ich verstehe nichts. Machen wir es halt so. Ja, gut. Was haben wir jetzt? First Class? Fahren wir jetzt mit dem Zug? In diese Fassung muss doch sicher was reinpassen. Naja, aber was? Das gleiche ist ja hier drüben auch noch mal. Okay, dann ab in den Zug. Ja, den Brief, den kennen wir ja schon. Ja. Und was war jetzt mit den Knubbeln in dem, diese zwei Turmknubbel? Ach, es warten noch weitere Enten auf mich. Ah. Okay.
Aber das Spiel ist jetzt bis hierhin zu dem ersten Ende abgeschlossen. Es gibt wohl noch 3 weitere, wie man sieht. Ja, mir hat's richtig Fun gemacht. Wenn euch das Spiel auch gefallen hat, dann holt es euch einfach bei Steam. Dann könnt ihr auch gern die anderen Enden spielen. Ich persönlich werde sie jetzt nicht mehr spielen, denn auf mich wartet jetzt noch The Room 4, also The Room 4. Und wenn euch die Videoreihe bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.